jetzt auf dieser Leinwand, die ihr da neben mir sehen könnt, aufgehängt. Wir lassen jetzt die Leute schätzen, wie lange ein Mensch in Deutschland so im Durchschnitt braucht, um diese Plastikflaschen zu verbrauchen. Wenn sie richtig schätzen, können die Leute auch ein Stück Schokolade gewinnen. Ich würde sagen, so in etwa ein Jahr. Der Hintergrund davon ist, dass wir mit dieser bisschen eher lustigen und spaßigen Aktion auf ein erstes Thema aufmerksam machen wollen, und zwar darauf, welche Unmengen an Plastik nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt verbraucht werden. Allein in Deutschland verbraucht jeder Mensch an jedem Tag ungefähr 1 Kilo Plastikmüll. Vieles davon geht dann in die Umwelt, in die Bäche, in die Flüsse, in die Meere. Die Fische nehmen das auf. Vor kurzem gab es einen Fall, da ist ein Pottwal in Spanien angeschwemmt worden und in dessen Bauch waren allein 30 Quadratmeter Plastikfolie. Das kommt dann wieder in die Nahrungskette zurück und wir Menschen nehmen das wieder auf und das gefährdet natürlich unsere Gesundheit. Und deswegen geht es darum, dass wir wirklich, wo es nur möglich ist, Plastikmüll vermeiden. Das kann jeder Einzelne tun, indem man zum Beispiel auf Plastiktüten verzichtet. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Unternehmen darauf achten, dass überhaupt nicht so viel in Plastik verpackt wird. Und die Politik ist in der Verantwortung, dass wir hier auch Maßnahmen ergreifen, dass die Verwendung von Plastik reduziert wird. Glückwunsch, das ist richtig. Du hast damit eine Tafel Schokolade gewonnen. Juhu! Bitte schön. Dankeschön, grüne Jungs. Vielen Dank.